Zurück ins Wasteland. Hallo und herzlich willkommen zu Fallout 4. In der letzten Folge haben wir dieses Fort hier befreit von diesen ganzen riesigen Meyer-Lurks, die einfach der Meinung waren, sie können sich hier breit machen. Oh, guck mal, wie hat der denn eine Metallrüstung? Der hat irgendwas gefressen. Irgendwas hat er, brauchen wir aber nicht, wollen wir nicht. Der hat irgendeinen Soldaten gefressen oder nur deren Helm. Vielleicht steht sie auch auf Helmen, man weiß es nicht. So, jetzt. Ja, Radio Freedom, genau. Es liegen keine Meldungen vor. Passt da draußen auf euch auf, Leute. Machen wir so. Also, was wir jetzt machen können, ist entweder wir bauen hier elegant so ein bisschen das Fort wieder auf. Was natürlich jetzt so gänzlich ohne Mods nicht so wunderschön funktioniert. Aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das ist ja hier eher so Stein-Look. Also wenn, dann würde man, glaube ich, eher mit Beton gehen hier. Und könnte dann erstmal anfangen, diese Löcher in der... Was ist alles unkompliziert? Es ist wirklich ganz schön kompliziert. Wenn man so Spiele wie Enshrouded gespielt hat, die so richtig geiles Bausystem haben, dann ist das schwierig jetzt. Aber... Alter. Ja, okay, gerade war es fast perfekt. Jetzt. Ihr seht, es ist einfach nicht so geil. Im Vergleich. Aber es macht trotzdem Spaß. Nein, ich drücke immer die falsche Taste. Ich will immer die linke Maustaste zum Bestätigen drücken, wie das in fast allen Spielen ist. Aber hier muss man E drücken. So. Nur mal jetzt so ein kleiner Vorgeschmack. Das passt nicht perfekt. Aber ich habe auch gar nicht genug Beton da. Oh Gott, nein, das ist wieder so ein blöder Bug. Dass der leider falsch sich andockt. Das hier ist... ja, jetzt geht's. Könnte man jetzt so machen, dann ist mein ganzer Beton aber weg. Aber das ist von der Farbe her das, was man... ach, hör auf. Am ehesten hier nehmen würde. Da könnten wir jetzt eine richtig schöne Baufolge machen. Aber ich glaube, das bewahren wir uns auf für den Moment, wenn wir ein paar mehr Ressourcen haben und das richtig schön machen können. Und richtig uns Zeit nehmen, das anzupassen. Und im Idealfall haben wir dann auch eine Mod, mit der man aufräumen kann, weil hier so viel Gerümpel rumliegt, dass es macht viel mehr Spaß, die dann auch wirklich schön zu machen. Ich lasse jetzt mal die Wand da drin. Und ich guck mal, was wir noch, bevor wir hier gehen und weitere Abenteuer erleben, was wir noch bauen müssen. Betten 5, Schutz 0, Energie 10, Wasser 0, Essen 0. Okay, das bedeutet, wir wollen jetzt hier erstmal noch ein bisschen was anpflanzen. Ich mach das mal relativ uncharmant. Die bringen uns nur 3 Wasser. Wir können auch runtergehen und so ein Riesending hier bauen. Da ist, glaube ich, irgendwo Wasser noch in der Nähe. Dann haben wir das Problem gelöst. Oder wir setzen hier diese etwas kleinen Dinger irgendwo hin. Ergibt keinen Sinn, die auf eine Plattform zu setzen. Die kann man auch noch umsetzen oder wieder verstauen, wenn man irgendwann größere Sachen baut. Das ist eigentlich auch egal, wo die stehen. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, ich kann die einfach nebeneinander bauen. Und es interessiert niemanden. Aber ich mache die jetzt mal so ein bisschen einfach fürs Gefühl, damit die, man denkt sich, dann sind die Wege nicht so weit. Ey. Auch wenn das in der Realität komplett egal ist. So, dann machen wir 3 Brunnen. Hier noch einen Brunnen, dann ist gut. So, jetzt suchen wir uns irgendwo eine Ecke, wo wir ein bisschen noch was anpflanzen können. Wir haben ja mittlerweile, glaube ich, eine Menge Essen dabei. Ja, hier Mutterbeere zum Beispiel. Die Mutterbeere pflanzen wir. Guter Platz, genauso gut wie der andere. Alles ruhig im Commonwealth. So. Passt auf euch auf da draußen. Mutterbeere. Zack. Kleiner Hain ist das ja fast. So auf den Eiern drauf. Die geben uns vielleicht auch gute Nährstoffe für diese Dinger da. Müssen wir natürlich noch irgendjemanden
dann auch damit beauftragen, dass er sich um die kümmert. So, kleines Beet anlegen. Wie gesagt, man kann das halt wirklich auf die Spitze treiben und jede einzelne Siedlung so stundenlang geil machen. Das machen wir jetzt gerade mal nicht, aber irgendwann, wenn die Mods kommen, machen wir mal wieder ein paar geile Baufolgen. So, jetzt hier ist nur ein Mensch gerade, aber das tut mir immer noch sehr leid. Da kommen wir irgendwann wieder. Jetzt läuft ja das Radio. Muss ich jetzt hier eigentlich noch... wo war das noch? Ich glaube hier, bei Energie. Ist da, das ist das Rekrutierungsleitstrahl, genau. Ich weiß gar nicht, ob das hier schon als Rekrutierungsleitstrahl durchgeht, das Radio. Ich bin mir nicht sicher. Oder ob wir noch einen hier bauen müssen. Jedenfalls haben wir den gebaut. Und da werden dann neue Leute in die Siedlung kommen. Müssen wir an irgendwas anschließen. Warte. Ja. Da ist nur... Ah ja, da geht's. Okay. Ja, müsste eigentlich jetzt an sein. Das funktioniert nicht ohne Energie. Ja, okay. Aber der ist doch... Ja, da müssen wir einfach noch eine von diesen Generatoren bauen, die natürlich jetzt komplett laut und unangenehm sind. Später bauen wir da Fusionsreaktoren hin. Dann ist das nicht so hässlich und dreckig und laut. Für den Moment muss es der hier richten. Hier ist Radio Freedom. Wir sind rund um die Uhr und im gesamten Commonwealth. Immer noch zu wenig. Wir halten euch auf dem Laufenden. Was? Nee, das kann nicht sein. Für was? Wieso haben wir nicht genug Energie? Wieso sind wir bei 15? Vielleicht sind hier noch irgendwelche in der Burg irgendwelche Sachen, I don't know. Eigentlich muss das jetzt... Ach, das ist verbuggt an dem Punkt, ja, okay. So, jetzt könnten wir hier immer noch gucken, ob wir vielleicht genug Ressourcen haben für ein paar Türmchen. Nö. Können wir uns einfach nicht leisten. Wir haben hier noch nicht genug Leute, wir können auch niemanden als Händler irgendwo hinschicken. Aber okay, jetzt haben wir das hier gemacht. Dann können wir mal eben gucken, was wir noch für Aufgaben haben. Kinderkrippe Greentop. Finde Nick Valentine, das ist eine etwas umfangreichere Quest, glaube ich. Den Freedom Trail, ja, da geht's zur Railroad. Cerberus Sunshine Tidings Cooperative Polizeirevier Cambridge. Ich glaube, das ist eine Brotherhood of Steel Quest. Worauf habt ihr denn Bock? Saugus Ironworks. Werkstatt des Händlers. Watts Haushaltselektronik. Finde und töte Pyro. Ah, das hier, ne? Eine Blähfliege, das wäre auch nicht schlecht. Also, wir können mal, was ist denn das? Machen wir erstmal, während ihr mal schreibt, worauf ihr Bock habt. Gehen wir erstmal zur Finch Farm. Achso, ey. Was ist das denn? Hallo? Glaube ich jetzt, da ist die Finch Farm. Okay, das ist ja voll weit weg. Da werde ich ja, das ist ja Quatsch. Nee, da reise ich jetzt, nee, das machen wir nicht. Das ist ja direkt daneben, glaube ich. Da können wir auch Nick Valentine suchen. Weg der Freiheit ist eine coole Quest, sagt der Fürster. Ja, das ist, die ist nicht schlecht, glaube ich. Tatsächlich auch, aber das ist ja, glaube ich, die Railroad-Quest, ne? Die ist da. Pass auf, die ist ja recht nah dran. Dann können wir zur Combat Zone. Okay, dann machen wir folgendes. Dann machen wir die Combat Zone-Quest und danach die Freedom Trail-Quest. Genau, hier waren wir ja schon. Und dann lass uns mal kurz... Ich weiß gar nicht, wir sitzen gerade... Ich muss mich eigentlich nochmal heilen. Fällt mir gerade ein. Nach dem Kampf. Ja, nee, wir müssen einmal zurück. Das ergibt keinen Sinn. Weil wir haben unsere Power Armors komplett zerstört.
Und wir haben den Fat Man noch dabei, den wir nicht mitnehmen brauchen. Das brauchen wir alles nicht. Dann lagern wir erstmal den Schrott. Dann Waffen packen wir die Fat Man zurück. Die müssen wir nicht mit Flammenwerfer. Lassen wir mal da. Ja. Wir haben auch noch ein Level offen. Mal schauen, was wir damit machen. So. Das müssen wir reparieren, das Ding. Und bam. Nützlich, oder? Ja. So, reparieren. 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 Und. Ey. Ausrüsten. Okay. Zurück. Fertig, haben wir. Jetzt können wir, glaube ich, eigentlich direkt weiter, oder? Muss ich noch irgendwas anderes? Passt, glaube ich, schon. So, Level Up, lass uns mal kurz gucken. Wir könnten... Ich glaube, die Mehr-Schleppen-Mod, die ist auch cool. Dafür brauchen wir aber Stärke 6. Wir sind gerade bei Stärke 2. Das kann natürlich noch ewig dauern. Wir können leider weder die Werkbank... Level 25, ja, das können wir noch nicht machen. Wir können... Hacker können wir machen, Expertenterminals hacken. Ja, das kommt, das machen wir. Das braucht man immer mal. So haben wir das auch gemacht. Und dann gehen wir mal. Die ist eigentlich ganz geil, die Pipe Pistol. So. Wir nehmen jetzt die Power Armor wieder mit. Irgendwann werde ich sie auch mal da lassen. Ich spiele die ganze Zeit mit der Power Armor. Damals auf der PlayStation habe ich die nie benutzt. Muss ich nochmal mit Preston reden hier? Ich habe doch was für den gemacht. Ist der irgendwo, läuft der hier irgendwo rum? Die alte Mürrische da hinten, mit der will ich nicht reden. Es gab Preston noch, der so irgendwie Patrouille läuft. Ich muss die nochmal mit dem sprechen können. Ich habe doch jetzt für den diese Befreiung da gemacht. Ich wollte hier noch mal was anpflanzen. Und zwar brauche ich doch Korn, ist das, glaube ich, ne? Oder was ich manchmal brauche zum... Ne, Mais war das, meine ich. Genau, und das würde ich gerne... Könnte ich das nämlich hier immer abernten, wenn das jetzt hier wächst. Mal Platz, ja, hier. Ne? Kein Platz mehr. Ey. Hallo. So. Können wir hier noch ein bisschen Mais immer rausziehen. Ob ich Subnautica 3... Ja klar zocke ich Subnautica, wenn es rauskommt. Selbstverständlich. Auf jeden Fall. Das können wir nochmal alles scrappen. Haben wir hier schon scrappen, ja, ne? So, dann lass uns los. Wir reisen das und das andere war. Wo warst du? Wo warst du? Hat mir die noch eine Quest? Vor der Freedom Trail? Was hatte ich gerade gesagt? Hier, warte mal. Die Combat Zone. Erkunde das Combat Zone, genau. Das ist doch noch eine offene Quest. Ja. Wo ist ein Wauwau? Ach ja, wir haben Piper dabei. Piper ist auch cool.
So, bob, das geht dann in diese Richtung. Komme ich da durch? Oder ist hier Sackgasse? Nö. Oh Gott. Oh, okay, da oben sind die Super Mutants. Oh Mann, ich hätte noch mal eine Runde schlafen sollen. Das war dumm, habe ich nicht gemacht. Weg, einfach so. Hallo, warum fährt ich weg? Ernsthaft, was ist das denn? Nee, jetzt aber Quatsch. Hoffentlich hast du dein Testament gemacht. Was soll denn das? So. Ja. Dafür ist das Sniper Rifle ganz gut. Auch wenn ich jetzt sicherlich wenig treffe. Okay. Da wechseln wir mal eben die Waffe. Was ist denn jetzt hier drin? Da müssen wir natürlich auch gucken. Was die Super Mutants da so anstellen. Wo ist der Eingang in dieses... Ah, shit! Sorry, Piper. Nicht meine Schuld. Doch, es ist meine Schuld. Aber da reden wir jetzt nicht weiter drüber. Stattdessen essen wir irgendwas Eichhörnchen am Stiel. Und einen Flaschenkürbis und eine leckere Melone. Und sind happy. Lassen uns hier nicht ärgern. So, wollen wir nochmal das Gebäude. Ach du Scheiße. Oh shit. So, das ist hier, da gehen wir rein. Wo ist Super Mutant Boy da? Nehmen wir. Da ist der Eingang, glaube ich. Schauen wir uns mal an, was hier Phase ist. So langweilig. Au. Was ist das? Okay, das war massiv dumm. Ich höre was da hin. Heute kein Kampf. Da draußen. Du willst tanzen? Gut, tanzen wir. Hey, Piper, bist du wahnsinnig? Da draußen riechen können, kleine Schleichratte. Schleichratte. Ey, Piper, du stehst hart im Weg. Piper! Ja, schön auf Bein. Ja, die Waffe hat ja einen Bonus auf Beinschüsse. Ah, du Schweinegesicht. Ey. Au, mein Bein! Ja. Nein! Komm, du kannst doch gar nicht mehr gehen jetzt, oder? Dafür du bezahlen! Wie der einfach Piper niedergeknüppelt hat, dafür bezahlt er jetzt aber. Finde ich richtig gemein. Oh. Haben wir nicht. Das Lesegerät. So, stehst du wieder? Okay. Erstmal klauen wir uns hier. Ach du okay. Weg, feige Menschensau! Feige Menschensau! Da reden wir gleich nochmal drüber. Über diese gemeine Beleidigung. Da ist ein Ventilator. Den brauchen wir. Haben Kampf gewollt! Was? Was hat der noch? Nämlich. Wo sind die denn jetzt? Wir gehen erstmal hier rein.
Haben Supermutanten den Ort hier eingerichtet? Scheiße. Wie komme ich da rein? Wahrscheinlich kann ich mich da droppen lassen. Oh, das ist ja ganz schön hoch. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Hier haben wir noch was zu tun. So. Das ist natürlich etwas verräterisch, wenn ich jetzt Licht anmache. Sehen die mich natürlich schneller. So, ich will da jetzt rein, aber ich glaube, ich muss mich von oben droppen lassen, wenn ich das richtig sehe. Die Decke ist ja mal lade. Ich glaube, ansonsten... Warum kein Kübelkopf? Okay. Ja, ihm würden die Beine abreißen. Was haben wir hier denn? Oh, entsperre Meister. Mist, darf ich noch nicht. Vielleicht haben wir ja Glück und finden diese Lesekarte noch. Dann gehen wir erstmal weiter und räuchern die hier aus. Oh Gott, die haben sich Menschen gefangen gehalten. Und nicht besonders gut behandelt. Sonst verkommt das alles ja nur. Ja, das stimmt. Wir flattern so halb verrottete Leichen. Aber sie findet das gut und es gefällt mir. Weil sonst können wir nicht zusammen unterwegs sein. Ach du Scheiße. Also. Oh, Alter, was ist das? Scheine mal. Schluss ist, oder? Ja, hast du völlig recht. Hey, es gibt Ärger. Oh, ach du Scheiße. Versteck mich im Käfig. Sie geht oft down, die Dame. Ich hab doch gerade so Leguan gefunden. Ja, Leguan im Stiel. Was haben wir denn noch? Diese Dinger bringen, glaube ich, nur Stahl, diese kleinen Pferdchen. Hey, nee. Verschwunden! Nicht fair! Okay, die ganzen bringen mir auch Zahnräder oder so. Bin ich gleich überladen wahrscheinlich. Früher oder später, du müssen rauskommen! Aber die bringen mir nur Stahl, aber die ganzen bringen mir auch diese Zahnräder. Ne, die Körper sind das, die mir das bringen. Okay. Da, das ist reichhaltige Beute. Der Rest interessiert mich nicht. Da geht's nach oben. Sehr gut. Die brauchen wir. Ich weiß nicht genau, was da drin ist. Ich glaube, Zahnrad oder Schrauben. Eins von beidem. Hatten wir gesucht. So, wer stapft hier noch? Geräusch. Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Nee, glaube ich nicht. Was war das? Ohren mir wieder spielen streich. Was war das? Fusionszelle. Wie ist das eigentlich, wenn man normal war und dann wird man zu einem Supermutant und dann verliert man die komplette Grammatik? Alles, was man gelernt hat, ist dann auf einmal weg. Das muss auch scheiße sein. Kommen raus aus Versteck. Sie sind sehr nah dran. Freunde, wo seid ihr? Liebe Mutanten. Ja, jetzt sind sie nicht mehr. Ich habe jetzt auch nicht die beste Wahrnehmung. Geh mal weg, Piper. Da geht's wieder runter, aber das. Ja, das ist der Raum von eben. Das ist nur ein Klo. Aber von wegen nur ein Klo. Ach, hier ist ein Durchbruch. Das andere Klo. Und da kann ich das umgehen.
Riechst du das? Nee. In der Power Armor habe ich so einen Duftbaum. Baumeln. Deswegen rieche ich nichts. Warte mal, was brauchen wir nicht eine Blähfliegendrüse für das. Für die Quest? Was war das? Blähfliegendrüse. Haben wir. Stark. Müssen wir das nicht mehr machen. Guck mal, hat sich doch direkt gelohnt, hierher zu gehen, in diesen Stinkeraum. So, das ist nur. Da kommen wir einfach noch wieder runter. Wer ist nur zu so etwas imstande? Da unten waren wir aber schon. Das ist, glaube ich, der Anfangsraum. Wir müssen ja aber noch weiter nach oben kommen. Oh, die wollen nie einfach nur. Können Sie mich erzählen? Können Sie mir erzählen? Oh, verzeihung. Oh, das war ab zu 100% meine Schuld. Ich möchte mich entschuldigen. Au. Oh. War das alles? Ach du Scheiße. Mein Bein kaputt machen, etwa. Wenn er laufen kann. Ja, sein Bein ist kaputt. Ja, sein Bein ist kaputt. So, dein Bein mache ich auch kaputt. Immer aufs Knie. Da bricht er ein. So, was machen wir jetzt mit dir? Die Waffe, die ich habe, hat ja so einen Bonus auf Knieschaden oder sowas. Auf Beinschaden. Greif einfach zu. Immer noch. Nichts gewesen, sagt er. Naja, um echt zu sein, seid ihr jetzt auch nicht gerade pazifistisch unterwegs. So, hier sind noch. Ach Gott. Erstmal. Das und die Keycard. Da liegt sie doch. So. ID-Karten, genau. Denken Sie daran, dass Ihre Atomatoys ID-Karte ein wichtiger Teil der Firmensicherheit ist. Sowohl hier als auch in unserer Fabrik. Gelegentliche Anfragen nach vorübergehenden IDs sind zwar verständlich, allerdings werden wiederholte Vorfälle Ihrem Leiter gemeldet und ziehen disziplinarische Maßnahmen nach sich. Arlen Glass. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Mr. Arlen Glass nicht mehr bei Wilson Atomatoys angestellt ist. Sollten Sie ihn auf dem Firmengelände sehen, melden Sie es bitte umgehend der Sicherheit. Mark Wilson, die hatten Streit, ne? Worum ging's da? So, da ist die ID-Karte, das heißt, wir können im Erdgeschoss. Das nehmen wir mal mit. Verdammt, Nate, wo bist du? Nach der Besprechung heute brauchen wir schon ein Wunder, um den Scythe-Auftrag noch zu retten. Und du nimmst dir einen Abend frei? Ich wollte den alten Mann da raushalten, aber was sollte ich machen? Er hat mich vor dem Vorstand herausgefordert. Ich musste ihn feuern. Wie siehst du das, Nate? Stehst du hinter mir oder hinter ihm? Ich will, dass du Montag um 9 bei mir im Büro bist. Wir können über den Auftrag sprechen oder über deine Kündigung. Ist deine Entscheidung. Krasser Typ. Da, Sicherheitsbericht Arlen Glass. Ja, das haben wir gerade schon mal gelesen. Ja, dieser Wilson ist, glaube ich, eine miese Type. Wir haben eine Aktualisierung auf der Karte. Das heißt, irgendwas Weiterführendes gibt es dazu jetzt noch. Eine Information haben wir jetzt bekommen. Ich habe jetzt nicht, ich weiß nicht genau, wo das ist. Kochplatte nehmen wir mit. Hat Zahnräder oder Schrauben? Das Ding nicht, ne? Nee. Erstaunlicherweise. Erstmal entsperre ich das. Oh, was? Ey! Also entschuldigen Sie bitte. Okay, so langsam werde ich. Okay. Cool. Frech. Stimpack right away. Stimpack. Ja gut. So richtig reichhaltig ist die Beute jetzt auch. Jetzt weg. Schade. Ich bin auch da. Wir können gleich, wenn du willst, die Supermutantenrüstung. Können wir miteinander weitermachen? Lass mich mal überlegen. Wir kamen jetzt hier. Oh, Piper ist da unten. Wieso bist du denn da unten? Aber wir müssen, glaube ich, dann hier runter, oder? Ja. Ich meine. Das ist doch auch die Ecke, wo wir hin wollten. Ja, genau.
Genau das ist die Ecke, wo wir hin wollten. Jetzt haben wir auch die Keycard. Kommen jetzt natürlich. Oh krass, wo geht's denn da noch rein? Nuka-Cola. Ach du Scheiße. Überraschenderweise sind das Mutanten. Immer in den Kopf. Oder ins Bein. Bluten und sterben, dachte er. Ja. Oh, seine Beine sind komplett kaputt. Der kann gar nichts mehr machen. Da liegt er jetzt. Das ist besser gelaufen als erwartet. Ab und zu mal safen, ne? Darf man nicht vergessen. So, was hat er an sich? Nehmen wir mit. Da ist die Keycard. Immer noch mehr von denen. Wie viele haben die denn hier? Das ist ja richtig eng. So, da geht's weiter rauf. Aber wir wollen jetzt nicht uns ablenken lassen. Schreibmaschine. Oh, wo ist Piper? Piper? Piper, du musst mir tragen helfen. Kleine Piper, wo bist du? Oh, geil. Wir haben ja gerade erst Experte, glaube ich, freigeschaltet. So, jetzt hacken wir uns da mal rein. Machen wir das jetzt diesmal richtig oder müssen wir nur noch. Welche haben nochmal die Dats entfernt? Die eckigen. Und. Da. Falscheintrag entfernt. Machen wir noch welche? Ich glaube, die dreieckigen haben das auch gemacht, die sehen, oder? Da noch welche von zu finden. Das ist natürlich jetzt zu so später Stunde für die Augen auch eine schwierige Aufgabe. Keine Ahnung. Egal. So, fangen wir mal an mit Chemical. Null Treffer. Dann machen wir Darkness. Könnte es sein. Piquets. Cheat, das finde ich gut. Ha, reingehackt. So, Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. Das ist diese hier. Boah, wo ist Piper? Ich muss was abgeben. Bin zu schwer beladen. Oh, guck mal hier. Right away. Maddox. Reichhaltige Beute. Ist gut. Brauchen wir das? Ich glaube ja. Ansonsten ist hier nichts weiter von Bedeutung. Was macht der Knopf? Oh. Da kann ich die angegriffen werde, mich verstecken. Piper! Oh Gott, wieso, was machst du denn da? Das ist ja verblüfft. Ich will ihr was geben. Ich könnte sie jetzt auch rausschmeißen, aber ich mache hier einfach auf. So, komm zu mir, Piper. Ich habe einen Auftrag für dich. Der heißt Schleppen. Hey! Wohin? Handel! Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst. Ja, das glaube ich auch. Ich gebe dir einfach mein Schrott, und zwar das hier. Bitteschön. Und er kann, ja, okay. Sie kann, aber ist okay. Passt schon. Damit hast du mir eine Menge schon geholfen. So, jetzt gucken wir nochmal weiter. Ne, da geht's hoch, aber warte, hier war doch noch so ein Pilzraum. Warte, wo war das denn? Da, Pilzhausen. War hier noch was? Achso, okay, das ist dasselbe. Ha. Waren wir hier schon? Ja. Nee. Überhaupt nicht. Hat auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Ja, das ist... Das Schloss krieg ich nicht auf. Ah, Mist, das kommen wir... Mist. Kann man nicht rein. Na? Hier ist er offensichtlich nicht. Da ist noch ein Computer. Vielleicht können wir dann die Tür mit öffnen. Ach du Scheiße.
Der Piper steht einfach mittendrin. Okay, vielleicht kann ich mich da reinhacken. Hallo? Oh. Da wär's nichts gewesen. Gucken, ob ich den Turret irgendwie. Ah. Okay. Was kann man dann mal schnell ein paar Dats wegmachen? Dats. Das müssten Versuche resetten sein. Das ist falsch. Och. Wer kann denn um diese Zeit noch seine Augen so strapazieren? Eintreffer. Kacke. Das könnte es. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Kindred. Das ist es auch nicht, glaube ich. Amongst. Yep. Nope. Records. Nope. Damaged. Nee. Aber ich bin auch schon augenmüde. Das könnte es. Nee, doch, das könnte es sein. Ja. Reingehackt. So, Turmsteuerung, das ist gut. Erstmal gucken wir, was hier noch so Phase ist. Oh, hier, das sind, alles klar, 3 Tage im Oktober. Oh, wir haben das Passwort hinzugefügt. Alles klar. Marlene Glass. Warte mal, ist das die Frau von dem? Mr. Glass. Okay, das ist lustig. Die hat über 1 Stunde gewartet auf ihren Mann, oder was? Okay, die wollte ihren Mann besuchen. Hat original 1 Stunde gewartet. Das ist nicht nett. Da kommt sie wieder. Ah ne, Mrs. Marshall. Nehmen wir von Mr. Wilson. Wegen Vorstandssitzung, bla bla bla. Mr. Glass vom Firmengelände geführt. Unruhe im Sitzungsraum gemeldet. Ja, das war der verheißungsvolle Tag. Was noch? Protokoll, morgendlicher Rundgang. Auf Mr. Glass getroffen. Okay. Protokoll. Okay, das ist einfach nur ein Protokoll. Also das haben wir, glaube ich, schon gesehen. Genau. Und die Turmsteuerung. So, jetzt fragen wir mal, schalten wir das ein oder schalten wir es aus? So, jetzt schalte ich es mal an. Schießt das Ding jetzt auch, oder? Jetzt haben wir noch eine ID-Karte gefunden. Also jetzt müssen wir eigentlich alle Bereiche hier betreten können. Umso ärgerlicher, dass die Türen noch abgeschlossen sind. Warum schießt der Turret nicht? Was haben wir hier noch? Oh, das ist Empfangsterminal. Hatten wir schon. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, die wären alle weg. Vielleicht nehme ich die später mit. Was meinst du? Was? Das Turret oben muss doch jetzt mal ballern. Der hört doch nicht auf mich! Wieso das denn? Erwischt! Nee, okay, so war das nicht geplant. Du solltest auf den kommen. Bitte. So. Piper, komm mal her. Ja? Ja, jetzt funktioniert's. Ja. Immer in einem Stück. Ja, das Verdammt. War der Plan. Hab die Spur verloren. Oh, das ist ein super Scharmützler. Aber der ist schon mutiert, das heißt. Visier? Oh, Mann. Aufs Bein. Dann kann er nicht abhauen. Immer. Oh, da kommt links noch einer. Scheiße. Hat hier nicht noch gerade einer gebrüllt? Nö. Sehr gut. Dann gucken wir uns weiter um. So.
Ich finde das ein bisschen doppelmoralisch, dass die mich zum einen die ganze Zeit bedrohen und so und sich dann darüber beklagen, dass die Menschen immer kämpfen wollen. Denn im Keller haben sie original Menschen eingesperrt und die verspeist oder was auch immer. Also die Selbstwahrnehmung dieser Leute ist ein bisschen strange. Was haben wir hier? Da ist noch ein Terminal. Ein Terminal, das ist kaputt. Cola nehmen wir mal mit, können wir trinken. Wo stapft der lang? Oh geil! Was ist das? Au, 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 shit, au. Eieiei. So, hier wurde ein Vortrag gehalten. Das ist doch geil. Das ist ein Hörsaal. Und da ist eine Quantum. Oh. Schlüssel. Wir haben jetzt Keykarten, Schlüssel, alles. Damit müssen wir doch in diese ganzen Türen reinkommen. Kann doch nicht sein, dass da jetzt eine verschlossene Tür ist. Wir haben alles, was es braucht an Eintrittsvoraussetzungen. Ah, das ist okay, das ist dieser Schlüssel. Oh, hier sieht es aber schön aus. Guck mal. Hier ist alles sauber und unberührt. Die haben alle wunderbar die... Was? Wir haben Gesellschaft. Oh. Ah, fuck. Zu einfach. Warum machst du denn das? Ich hatte doch gesagt, warte. Das Geräusch da. Lass das ein. Ach shit, Hummi, Mann. Was muss das denn sein? Ah, geil. Aber ist leider nur Nahkampf. Nicht lebend wegkommen. Dein Bein, dein Bein! Ich kann mich kaum noch bewegen. Das ist voll die Matschepampe schon, sein Bein. Das stimmt. Ich muss mal so einen kleinen Snack gönnen. Aber hey, du kannst dich gar nicht mehr bewegen. Dein Bein ist komplett kaputt. Boah, ist der C. Der ist C, der Typ. Das war ein wilder Schlagabtausch. Sturmgewehr, brauchen wir das? Nö, ne? Oh, dafür kriegen wir Stoff. Ich nehme die mal mit. Ich glaube, Stoff kann man manchmal auch gut gebrauchen. So, eigentlich wollte ich mich hier der Reihe nach oben sehen. Jetzt bin ich schon wieder rausgezogen worden hier. Darf ich das? Ah ja, das geht. Geschafft. Bam, 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 bam. Nehmen wir. Geschickt gemacht. Dankeschön. So. Warnung. Lesen. Bomber sind auf dem Weg. Geh in den Luftschutzkeller. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Tom. Okay. Rücktrittsschreiben. Kann man das direkt lesen? Nee, leider so auf die Art nicht. Ich kann es nur nehmen und muss es dann manuell lesen. Ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Weil ich nicht weiß, wo das ist. Wäre schon ganz lustig, vielleicht bei Diverses. Ich kann es aber nicht sortieren nach... Ah doch, nach Namen. Rücktritt schreiben.
lesen. Ich weiß, dass ich nicht der beste Vater war. Antomatheus hat zu viel von meiner Zeit in Anspruch genommen. Und ich konnte nicht für dich da sein, als du mich gebraucht hast. An deinen Geburtstagen, bei deinem Abschluss, beim Begräbnis deiner Mutter. Alter Schwede, ist das krass. Aber alles, was ich getan habe, war immer nur für dich. Die letzten Jahre waren schwierig. In der Spielzeugbranche hast du dich nicht sofort wohlgefühlt. Aber du bist hineingewachsen. Du verdienst es, der nächste Präsident von Wilson Atomatheus zu werden. Herzlichen Glückwunsch, mein Sohn, du hast es dir verdient. Mit freundlichen Grüßen, George Wilson, Gründer und Präsident Wilson. Okay, wegen des einen Wortes noch eine zweite Seite verschwendet. Interessant, was hier so passiert. Terminal des Präsidenten. Was werden da für Geheimnisse? Kalender. Brainstorming. Anweisungsteilnehmer. Teilnahmegenehmigung. Keksi! Vielen lieben Dank, Keksi! Mr. Wilson, Ihrer Bitte zur Teilnahme am SAIS-Programm wurde stattgegeben. Meine Vorgesetzten hatten zwar gewisse Zweifel, allerdings entsprechen diese Spezifikationen Ihrer Fabrik voll und ganz unseren Anforderungen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass dieses Programm eingeschränkter Geheimhaltung unterliegt, da die Tarnung als zivile Produktion äußerst wichtig für den Erfolg des Programms ist. Sollten Informationen darüber genau kontrolliert, nur an Mitarbeiter weitergegeben werden, die diese unbedingt benötigen. Das ist so klar, das ist jetzt hier wieder fürs Militär gewesen, das ganze Spielzeug. Unglaublich, oder? Das SAIS-Programm dient der Verwendung ziviler Produktionsinfrastruktur zur geheimen Munitionsherstellung, um im Falle eines mit konventionellen Streitkräften ausgetragenen Konflikts eine rasche Mobilmachung zu gewährleisten. Als anerkannter Teilnehmer in diesem Programm werden Sie dazu aufgefordert, Ihrem Vertrag entsprechend umgehend mit der Produktion von Landminen zu beginnen. Es ist so zynisch. Dieses Spiel ist so gut zynisch. Sollten Sie Ihre Quoten erfüllen, können Sie die zivile Produktion in begrenztem Umfang fortführen, bis eine vollständige Mobilmachung befohlen wird. Achso, das ist das. Allen Glas. Save. Achso, das haben wir ja schon gemacht. Kriegen wir vielleicht noch XP, weiß ich nicht. Hätten wir uns gleich reinhacken müssen. Hey, ich hänge hier fest. Hallo? So. Was kann das denn, das Ding? 5,56 mm Munition. Och. Nehmen wir einfach mal mit jetzt. Vielleicht kann das ja was. So, zurück. Ja, setz dich hin, trink einen Tee, das hast du dir verdient. Das nehmen wir mit. Und so, jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Wo waren wir noch nicht? Ich kann mir vorstellen, dass wir hier noch ohne Glühbirne ist auch gar nicht so schlecht. Dass wir hier noch was finden. So, ich bin ja weggelaufen. Hier, genau. Das war der geile Raum. Ich weiß nicht genau, ob die unbeschädigte Kamera irgendwas bringt. Ob da was Leckeres drin ist. Das sieht so schön aus. Alles noch eine Erinnerung. Lesen. Vergiss nicht, dass Marlene am Donnerstag gegen 15.30 Uhr nach der Schule zu dir ins Büro kommt. Ich hole sie dann um 17 Uhr ab. So, hier ist auch nochmal wieder ein Terminal. Kalender, Dokumente. Ja, das haben wir jetzt alles gelesen. Verkaufsprognosen. Produktbrainstorming. Verkaufsprognose. 17%. Oh, 16.000 US-Dollar hat dieses Pferd gekostet. Okay. Okay, da gibt es jetzt Stress mit dem neuen Typen. Brainstorming. So. Farbvarianten, Körperhaare, Erkennungszeichen, jungen Cowboys, Indianer, Serie taktlos, Fragezeichen. Okay. Man kriegt nur mal so einen Eindruck, wie das hier so, wie der Alltag hier gewesen sein muss. Oh. Habe ich da schon ein Passwort parat? Rein hier, was? Ah, sich jetzt zerstören. Tür öffnen. Na, was haben wir hier hinter? Natürlich noch wieder ein Terminal. Ein Schloss, dann das nehmen wir auch mit. Das brauchen wir nicht.
Das Passwort haben wir, sehr gut. Damit können wir vielleicht diesen Safe auch öffnen. Jo. Oh, das können wir mal machen. Schieß los. Hallo, Papa. Das ist Marlene. Schätze ich mal. Wann kommst du nach Hause? Du arbeitest zu viel. Du sollst mir wieder was vorlesen. Mama sagt, du findest ein gutes Zuhause für die Pferdchen. Kümmer dich um sie, okay? Das ist Marlene. Ich hab dich lieb. Oh, Buttercup sagt, sie hat dich auch lieb. Du fehlst uns. Komm bald nach Hause. Na, kommt noch was? Unglaublich, dass ich Marlenes Aufführung verpasst habe, um ein paar rosa Pferde dabei zuzusehen, wie ihre Farbe trocknet. Ja, das ist die Geschichte, wiederholt sich hier, ne? Also wenn ich die Namen hier richtig zuordne, dann hat er ja von seinem Vater diese Firma übernommen. Sein Vater hat ihn komplett vernachlässigt, hat immer nur gearbeitet. Und jetzt macht er das Gleiche mit seiner Tochter Marlene. Also, die Geschichte wiederholt sich. Das Ding ist jetzt offen. Oh, was habe ich jetzt genommen? Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst? Zahnrad. Zahnrad ist gut. Zahnrad will ich haben. So. Ich weiß nicht, ob im Telefon und im Wecker Zahnräder drin sind. Normalerweise, ich nehme die einfach mal mit. Normalerweise muss doch da ein Zahnrad drin sein. Bei Cherry. Nehmen wir auch mit. Okay, dann können wir weiter. Jetzt haben wir, glaube ich, das meiste schon. Bis auf den einen Raum da unten. Den haben wir noch nicht angeguckt. Da waren wir schon. Dann sind wir hier, da sind wir rein. Hier haben wir jetzt gerade Piper gerettet. Das kann ruhig döngeln, das ist mir egal. Hier waren wir drin. Hier waren wir drin. Das ist Wilsons Büro. Und dann haben wir noch den Fahrstuhl. Ne, das ist gar nicht der Fahrstuhl. Was ist das? Back Bay? Was? Ich bin im Tunnel. Ja, stimmt. Was habe ich gesagt? Habe ich was verpasst, lieber Chat? Ihr könnt jetzt gerne schreien, wenn ich... Ach, das waren die hier oben. Guck mal. Oh. Hier ist, glaube ich, nichts weiter. Ja, okay. Ah, da war ein Teddybär. Ja, ich habe damals auf der PlayStation die ganzen Teddybären gesammelt, aber einfach nur aus Sammellust. Weil ich, als ich den ersten Teddybären gesehen hatte, habe ich gedacht, oh süß, den nehme ich mit. Dann habe ich noch einen gesehen und habe gedacht, oh, das ist ja süß, das ist ja noch einer. Und irgendwann waren ja super viele und dann habe ich einfach die immer mitgenommen und alles in mein Lager gepackt. Am besten sollten sie hier alles abfackeln und einen Neuanfang starten. Was ist das für ein Geräusch? Irgendwas ist hier noch an. Gehen wir noch ins Fahrstuhl, wahrscheinlich nur noch unten. Oh, krass. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, die wären alle weg. Vielleicht nehme ich die später mit. Was hat die denn da? Das letzte Gefecht gegen die Supermutanten da, oder was wollte die da machen? Fusionskern. Geil. Lag da einfach mal ein Fusionskern rum. Okay, und jetzt hatten wir hier noch einen Raum, in den wir nicht reinkamen. Aber ich glaube, da kommen wir auch entschärfen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo der war, ehrlich gesagt. War der im Erdgeschoss? War der im Erdgeschoss? Also warte ganz kurz. Wir kamen hier, kamen wir rein. Da waren wir überall schon. Und dann sind wir hier so lang gebutschert. Ich glaube, da komme ich immer noch nicht rein. Ich hatte die Hoffnung, dass ich vielleicht mit dem Schlüssel mich da nicht reinhacken muss. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wo das war.
Das war doch relativ zu Anfang. Wahrscheinlich komme ich da eh nicht rein. Ja, so weit oben war das nicht. Oder? Nee. Keine Ahnung. Wir kommen da, glaube ich, eh nicht rein. Vermutlich ist es auch nicht so ein unendlich geiler Raum. Da war sie eben. Wo, echt? Wo denn? Also hier haben wir alles offen. Und da ist in dieser Halle, wo man runtergucken konnte. Das wäre ja hier gewesen. Die meinst du? Das ist der Fahrstuhl. Nee. Weiß ich echt nicht mehr. Ja, das war der Fahrstuhl, genau. Maru, das war der Fahrstuhl. Ist egal. Da wird schon nichts, oder etwa doch, drin sein. Oder war das Ganze hier irgendwo noch? Nee, ne? Wir gehen raus jetzt. Da! Ist der Original hier. Okay, lol. Das ist ja Quatsch mit Soße. Was hast du vor? Da war sie. Und die hat nichts weiter gemacht, als uns da durchgeführt, wo wir eh schon durch konnten. Ey, Gaius, was geht ab? So, jetzt... Was ist nichts los? Jetzt haben wir hier schon eine neue Ortschaft freigeschaltet. Jetzt sind wir natürlich wieder nicht weit gekommen. Aber wir müssen einmal kurz nach Sanctuary fahren, um den ganzen Schrott abzuliefern. Und... Ist Piper? Ja. Hey! Was kann ich für dich tun? Greif ruhig zu! Nimm mal den Schrott. Schrott. Da. Alle. Danke. Dann nicht laufen. Nein. Um welche Story geht's? Ich hoffe, das ist jetzt alles raus. Dann müsste ich jetzt eigentlich super viel. Nein. Hier können wir das, glaube ich, sehen. Zahnrad. Ja, alter Schwede. Leute, wir haben original 87 Zahnräder. Fantastisch, aber Schrauben will ich auch noch mal. Ah, Schrauben haben wir schon. Ah ne, warte. Schrauben haben wir... Das, okay, das waren die ganzen Schrauben, die ich mitgebracht hatte. Aber ich habe 100 pro auch Zahnräder gerade bekommen. Wir markieren... Warte mal. Wie kann ich... Wie komme ich jetzt da noch mal in die... wie ging das denn jetzt nochmal? Egal. Ach, da bin ich. Sie werden verlieren. Eines Tages gehen wir auch mal wieder ohne Powerrüstung. Ich glaube, ewig will ich das gar nicht machen. Wop. So. So. Wollten wir hier noch was machen?
Der Standardgriff zum Beispiel, genau. Schraube. So, das heißt, aber das ist aber ein Gewehr. Wir wollen ja, glaube ich, kein Gewehr. Wir wollen schon bei einer Pistole bleiben. Warte. Ah, das ist. Warte mal ganz kurz. Die ist das. Was ist denn mit der? Die habe ich aus. Das ist die falsche. Ich habe mich gerade schon gewundert. Was ist denn das für ein Ding, habe ich mich gefragt. So, Kampfgewehr. Ist, glaube ich, ganz geil. Sturmgewehr auch, die ist sehr schwer. Ist aber auch nice. So, Kampfgewehr. Die verschießt auch 4,5. Ist das die gleiche wie die Pipe Pistol? Nee. Wieso habe ich denn. Wieso ist die denn noch mit einem Herz versehen, diese Pipe Pistol? Habe ich die ganze Zeit mit der falschen Pipe Pistol gespielt? Was mache ich denn? Wieso ist denn die hier überhaupt noch bei mir? Ja, das zu verantworten. Unglaublich. Irgendwer hat sich gerade verdächtig gemacht. So, die will ich eigentlich einlagern gleich noch. Die Machete auch. Ich will aber die will ich noch ein bisschen. Genau, da wollte ich gucken, ob ich da nicht noch was verbessern kann. Keine Beeinträchtigung der Präzision beim Feuern, überlegene Reichweite und Präzision durch das Visier, erhöhte Rückstoßdämpfung, mangelhafte Präzision aus der Hüfte. Aus der Hüfte finde ich nicht schlimm, weil ich nicht so viel aus der Hüfte spiele. Können wir, glaube ich, machen. Standard. Ne, wir machen das. Wir nehmen hier den Rillenlauf. Den verlängerten Rillenlauf. Dann Standardgriff, da geht auch noch was. Ah ne, jetzt machen wir es zum Gewehr, das will ich ja nicht. Ah, es ist wieder ein Gewehr. Komfortgriff. Ja, die Hüfte interessiert. Ich schieße eigentlich kaum aus der Hüfte. Aber wir haben genug Material. Dann machen wir mal den verbesserten. Okay, ne, zwei. Ne, was? Gar nichts, kaum. Egal, komm. Achso, wir haben sogar noch einen auf Lager. So, da haben wir schon das Beste. Leuchtvisier passt auch. Und genau, Mündungsbremse. Gucken wir mal. Ne, das verschlechtert die Reichweite. Das wollen wir nicht. Unterlegene Reichweite. Ne, das wollen wir nicht. Okay, jetzt haben wir die schon ein bisschen verbessert. Weiß nicht, können wir noch was mit Heidi machen? Ja, das ist schon mal für die Reichweite natürlich nicht so geil. Aber da haben wir auch schon ziemlich viele gute Sachen. Erhöhte Rückschussdämpfung und Präzision aus der Hüfte. Ja, das ist mir eigentlich egal. Außergewöhnlicher Schaden. Ja, das ist nochmal eine Reise wert. Passt aber auch 6 Zahnräder und 6 Schrauben. Also es ist schon 43. Hier haben wir verbesserten Schaden durch kritische Treffer. Das ist natürlich auch sehr geil. Immerhin regnet es nicht. Präzision ist 76, 75. Okay, das ist vernachlässigbar. Aber der Schaden ist schon ein bisschen besser. Komm, was machen wir jetzt? Ey. Das. Ja. Oh, und dafür gibt es jetzt auch ein Level Up. Gucken wir uns mal das Kampfgewehr an. Das hat 4-5 Schaden. Das ist dieselbe Munition wie die Impro-Pistole. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wir können das Ding natürlich sehr geil aufpimpen. Aber wir können sogar den Munitionstyp verändern. Das ist vielleicht ganz interessant. Brauchen wir aber Waffentyp 4, das können wir nicht machen. Aber die kriegen wir auf 49 Schaden hoch. Nicht schlecht. Na, ist schon nicht schlecht. Dürfte auch eine bessere Reichweite haben.
kannst du denn noch? Achso, die hat schon einen verlängerten Lauf drauf. Das ist auch schon das beste Standardvisier. Da würden wir natürlich ein Reflexvisier oder so reinmachen. Wir könnten die auch als Sniper Rifle nutzen dann. Wir haben ja einen Sniper Rifle. Vielleicht ist. Das würde natürlich dann wieder Sinn ergeben, wenn wir sagen, ey, wir machen das als Sniper Rifle. Dann müssten wir das Ding machen. Kurzreichweiten, Zielfernrohr, Reichweite ist dann bei 203, das ist schon viel. Viel besser wird es, glaube ich, dann nicht. Aber es ist, guck mal hier, es ist ein bisschen strange. Bei Reichweite steht 203 mit Standardvisier. Mit Kurzreichweiten, Zielfernrohr. Ach so, überlegene Präzision durch das Visier, okay. Aber das ist alles. Es ist eine manuelle Reichweitenverbesserung sozusagen. Die könnten wir aber dann eventuell als Sniper Rifle nutzen. Großes Magazin. Und was haben wir noch? Okay, Enclave-Lackierung. Ist aber unnötig, dafür Öl zu verbrauchen. Kann auch nicht verbessern. Okay, wir kriegen sie mit dem Verschluss auf 49. Jetzt gucken wir mal, was die andere, was das hier hat. Genau, die hat 46 Schaden. Ja, ist egal. Dann ist es, glaube ich, echt egal. Ihr könnt, guck mal, die kriegen wir sogar auf 55. Ja, dann machen wir das. Ja, ja, die behalten wir dann. Der haben wir auch noch gar nichts gemacht. Überlegene Reichweite ist gut. Das ist nur strange. Das ändert sich einfach überhaupt nichts. Das ist ein bisschen blöd. Hüfte brauchen wir nicht. Das ist ein Scharfschützengewehr. Ja, nehmen wir. Standardmagazin ist egal, wir nehmen das. Zielfernrohr haben wir schon drauf. Mündungsbremse. Ne, das ist verringert die Reichweite, die Bombe nicht. Okay. Wir können sogar eine Enclave-Lackierung. Oh, krass. Sieht ganz schick aus. Aber wir haben nur noch ein Öl. Aber sieht schon schön aus. Ehrlich gesagt. Komm, ist mir egal, mache ich jetzt. Einfach, weil ich es schön finde. So, dann haben wir die ein bisschen verbessert. Okay. Jupp. Ich war schon immer neidisch auf Leute, die andere Sachen als Sätze bauen. Dann packen wir ein paar Sachen wieder raus. Das Kampfgewehr nehmen wir mal nicht mit. Dann packen wir den Billard-Kö weg. Obwohl, den könnte ich auch Piper geben eigentlich wahrscheinlich. Machete, aber nee, die soll auch nicht so viel schleppen. Die habe ich noch nicht einmal benutzt, aber die ist auch nicht so schlecht. Wenn mir die Munition ausgeht, ist das super, aber ich habe mega viel Munition für diese kleine Knispel hier. Okay. So, jetzt haben wir ein Level Up, was wir in, zum Beispiel in Pistolen packen können. Das dürfen wir leider noch nicht. Schade, schade. Waffenfreak und so. Das ist auch immer gut. Kriegen wir mehr Stimpacks, aber ich glaube, ich mache erstmal mehr Schaden. Mit der Pistole. Wir nutzen die halt viel. Wobei ich jetzt. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, ob. Ist das eigentlich eine automatische? Vielleicht war das dumm. Bist du? Ist das eine automatische? Werden wir gleich mal rausfinden. So. Da, ey Preston, haben wir noch was zu besprechen? Wenn du mich fragst, es lohnt sich immer für die Freiheit zu kämpfen. Absolut, ich bin auch pro Freiheit. Klar lese ich den Chat. Schön, wieder unterwegs zu sein.
Hier draußen schneidet man sich weniger auf. Ich lese ständig den Chat. Ich bin sehr chatterig unterwegs. So, jetzt können wir hier ernten, oder? Ah, ist noch nicht erntebereit. Schade. Und die hier? Trägt auch noch keinen Mais. Naja. Haben sie wohl nicht so viel zu tun hier. Guck mal, die tut so, als wenn sie hier mit anfasst. Yo, dann haben wir noch etwas zu erledigen. Schöne Grüße aus Ostfriesland. Ich grüße Ostfriesland zurück. Liebe Grüße. Ostfriesland ist ein schönes Land. So, wir wollten da lang. Und zwar Richtung Combat Zone. Das heißt, wir steigen hier wieder rein und dann geht's weiter. Mit verbesserten Waffen. Öl brauchen wir. Ich habe schon wieder nicht geschlafen. Hätte ich mal machen sollen. Da in die Richtung geht's weiter. Wer ist da? Ah ne, okay, die hatte ich doch nicht. Ich habe original die falsche benutzt die ganze Zeit. Das gibt's nicht. Nee, warte mal. Alter, ich habe wirklich die original... Oh, das ist ja einfach unangenehm. Ich dachte die ganze Zeit, ich habe diese Waffe benutzt. Die aufgepimpte. Ich habe die ganze Zeit die falsche Waffe benutzt. Und die ganze Munition... Ich habe mich schon gewundert... Oh, hoff, das schneide ich raus. Ich habe wirklich die falsche Waffe benutzt die ganze Zeit. Warum habe ich denn hier noch diese Pipe Pistol drin gehabt? Das kannst du keinem erzählen. So, wer gaunert hier so komisch rum? Das sagt ihr keinem, ne? Wenn ihr gefragt werdet, ey, wir hatten jetzt heute Fallout gezockt, dann sagt ihr, richtig gut, fehlerlos. Okay? Was gehört? Was zum? Gefahr. Boah, du Schwein. Du haust auf Piper! Ich mach dein Bein kaputt. Gemeines. Gehbein. Du bist gemein. Ich nehme dein Gehbein. Oder irgendwas ist doch da drin. Verabschiede dich von der Welt. Tschüss. Krass, wie viele laufen denn hier rum? Stealth Nils. Stealth Nils. In dem Gebäude was los? Oh Mann, Mela, hab ich irgendwie nicht falsch aufgepasst. Ich komm nicht rein. So, wo ist jetzt die Action? Wir sind da drin. In diesem Gebäude. Dann, na, da ist zu. Muss ich über die Feuerleiter gehen. Dann gehe ich über die Feuerleiter. Mir doch egal. Die alten Mega Raider. Was hat er denn hier Leckeres? Alle Sadisten. Ich glaube denen kein Wort. Da ist er. Und der nächste Nachruf. Oh, guck mal, die Waffe. Ich meine, gut, das sind keine Supermutanten, ne? Aber die Waffe ist doch... Oh, scheiße, Verzeihung. Ey. Ach so, Piper. Oh, Entschuldigung. Und ich habe, glaube ich, außerdem Piper in den Hinterkopf geschossen. Aber das kennt sie ja schon von mir. Und ich glaube auch, dass man im Wasteland, im Ödland, deutlich robuster ist, als wir das sind. Cooler so aus der Hand. Handschieß. Schlechte Idee. Okay, was? Jetzt kommt er da hoch? Nee. Ist er da runtergefahren? Wo ist er hin? Oh, da ist er hin. Hast du gut gemacht. Super, Piper. Okay, jetzt haben wir hier gut aufgeräumt. Jetzt plündern wir. Da könnten wir nochmal schlafen. Aha. Ich komme mir auch blöd vor,
überhaupt Bettlaken zu wechseln, wenn ich sehe, dass es auch so geht. Denen geht's ja auch gut hier. Oh, Nachtsicht. Oh. Feuerrad, Schaden 19 ist natürlich lame. Aber die Nachtsicht ist ganz interessant. Nehme ich mal mit, kann ich auch rausbauen. Oh, hier. Nehmen wir. Whiskey, Whiskey. Nehmen wir auch. Das brauchen wir nicht. Wein nehmen wir mit. Kann man auch gut verkaufen oder vielleicht irgendwas daraus brauen, weiß ich nicht. Dann gehen wir mal hier wieder runter. Tipp, 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 tipp. Hallo? Sehr seltsam verzweigt hier alles. Wo komme ich denn ins Innere rein? Oh, guck mal, da oben war ich noch gar nicht. Ey, 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 daneben gelaufen. Der Dachboden hier. Der Taubenschlag. Und ein toter Hund. Der Ariel. Warum haben sie den ermordet, den Hund? Ja, nice. Hier ist ja gar nichts. Außer Kieran S. Lennedy. Vielen Dank für den Support. Das finde ich gut. Hier ist nichts mehr. Das war's. Ich kann einfach runterspringen. Oder? Da war ich auch schon da oben, oder? Ich glaube, ich habe ja alles. Das war eher so ein kleines. Ich safe mal vorher, aber ich glaube, ich kriege kein Falling Damage. Egal wie hoch. Ja, Geronimo! Bam. Wo ist Piper? Sie muss hinterherkommen. Spring, Piper, spring! Keep out. Oh, warte mal, ist es das, was ich glaube, dass es ist? Lou, wir betreten jetzt das Boston. Oh, ich weiß, wo wir hier sind. Von hier kommen die Leute nicht mehr zurück. Oh, 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 ich weiß, wo wir hier sind. Oh, ich weiß, wo wir hier sind. Ah, okay. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich hab. Aha. Wir machen einfach mal. Wir machen einfach mal. Gucken, was passiert, oder? Ich habe leider nicht das dabei, was ich eigentlich will. Aber da müssen wir jetzt durch. So, ich habe das. Nehmen wir mal die Granate mit. Die Mine können wir tatsächlich auch mal einsetzen. So, pass auf, Freunde. Wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, viel Spaß. Silver Shroud ist auch so eine geile Quest. Ich kann mich nicht rüber. Au, oh, okay. Das ist. Das ist schnell. Meine Fahrer sind verbündet nicht. Boah, fuck. Autsch. Au, ich bin sehr langsam. Oh, Alter. Schwein.
Kannst du dich mal beteiligen, bitte? Piper. Oh Mann. Aber keine dicken Waffen. Okay, ich kann die auch mal. Der ist auch viel schneller als ich. Nein, wir haben ihn überhaupt nicht. Was ist das? Wieso, was soll das Supermutant? Einfach richtig gemein. Taucht er hinter dem auf? Bein jetzt kaputt. Mann, das Bein! Danke. Kaputt. Das Bein ist kaputt. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Jetzt bist du leichtes Ziel für mich. So, was machen wir jetzt mit deinem Bein? Aha! Noch mal was anderes. So, Ärger. Okay, erstmal Kniekracher Institutgewehr klingt sehr gut. Chance von 20% auf Verkrüppelung des Beins, ja. Nehmen wir natürlich. Eieiei. So. Der Typ hier. Das sind seine Beine. Das ist sein Kopf. Powerfaust. Erhöhter Schaden für jeden weiteren Treffer am gleichen Ziel. Wir nutzen ja keinen Nahkampf. Man kann richtig Schwanenrobot Einzelteile. Man kann richtig mächtig werden im Nahkampf. Glasfaser. Oh, die haben Zahnradschraube. Stahl ist nichts, aber das ist geil. Okay. So, wo ist Piper? Jo. Ach, du stehst in der Leiche drin. Hi, Piper. Der hat eine ziemliche Dosis Radioaktivität abbekommen. Jo. Und jetzt ist völlig klar, dass wir gleich nochmal nach Hause müssen. Hallo? Wir sind aber schon Buddies, oder? Willkommen, Patriot im Boston Common. Hier beginnt der Freedom Trail. Erfahren Sie mehr über den historischen Freedom Trail und die Geschichte des Boston Common. Was? All Journeys in, ein Reiseführer? Ey, warte. Hallo? Erzähl mir vom Freedom Trail. Folgen Sie dem hier im Boston Common beginnenden Routen. Fahrt durch die Straßen unserer großartigen Stadt. Der Weg enthält Markierungen an vielen berühmten historischen Orten. Besuchen Sie Paul Revere's Haus, die Old North Church, das Old State House, Bunker Hill. Und vieles mehr. Hip, hip, hip. Bunker Hill und vieles mehr. Freunde, ich finde, dass diese unerwartete Begegnung mit diesem Riesenvieh ein guter Punkt ist, ein guter Höhepunkt ist, um diese Folge zu beenden. Als ich damals auf der PlayStation gespielt habe und da einfach reingestolpert bin und mir nichts, dir nichts, dieses Viech, das war so krass. Und ich hatte damals keine Power Armor und ich bin einfach so schlumpfig da rumgelaufen. Und ich weiß noch, dass ich panisch in diesen, vielleicht erinnert ihr euch, da stand so ein Panzer oder besser gesagt so ein,
Infantry Fighting Vehicle stand da rum, so eine Art Marder oder was das ist, in halt Fallout. Und da konnte man hinten ja reingehen. Und da habe ich mich drin versteckt und habe versucht, den von da aus irgendwie zu besiegen, weil der war für mich, als ich damals den zum ersten Mal getroffen habe, war der eigentlich unbesiegbar. Da habe ich richtig lange an dem Typ gesessen. Und da habe ich irgendwann angefangen, überall Minen zu legen, dass der da so reinläuft und so. Das war wirklich ein epischer Kampf. Genau. Jetzt wusste ich einfach schon, was passiert. Und wir haben eine Power Armor dabei gehabt. Ne? Das ist natürlich ein bisschen Lamy McLamenstein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich liebe Fallout, es macht einfach echt Spaß mit euch. Und solange ihr an Bord seid und das Video geschaut und klickt und Bock habt, zocke ich auch einfach weiter mit euch zusammen, weil ich habe Spaß dran. Das war's von mir. Immer gut aufpassen, wenn ihr durch das Wasteland lauft. Tschüss.